Damn. Heute geht es mal darum zu zeigen, was bringen die momentan allseits beliebten 2,8 oder 3 Zoll Reifen, was kann ich damit anfangen und wofür sind die eigentlich gedacht? Gedacht sind die für mehr Traktion, weicheres Abrollen. Ich kann nämlich über den Luftdruck des Reifens, den kann ich hier teilweise bis auf ein Bar absenken, einfach mir den Boden weicher machen, ebener machen, weil der Reifen über Kanten hinweggleitet. Wichtig dafür ist, dass wir unsere Varioschütze, wenn wir die drin haben, auch runter machen, wenn wir so eine Treppe runterfahren. Und dann können wir, wie gesagt, sehen, dass der Reifen sich förmlich über diese Kanten drüber hinweg walkt. Die können noch so hoch sein. Und das bringt eine ganze Menge Traktion, aber vor allem auch Sicherheit. Das soll bedeuten, dass auch Menschen, die sich bisher vielleicht nicht getraut haben, solche Sachen runterzufahren, das jetzt zukünftig machen können. Wir sehen hier, wie der Reifen sich förmlich über diese Kanten, das können Wurzeln sein, Steine, was auch immer, hinweg walkt. Und man muss natürlich auch darauf achten, wenn der Luftdruck zu tief ist, dann könnte das auch einen Durchschlag auf die Felge geben. Also da ein bisschen rumspielen, ein bisschen probieren, immer die Angaben des Herstellers beachten. Und wenn wir den Druck dann ein bisschen erhöhen, dann sehen wir, dann geht der Reifen dann ein bisschen fester drauf. Hinten haben wir ein bisschen weniger und der Reifen drückt sich mehr nieder. Das ist der Vorteil, ich erreiche also eine gerade Linie meiner Laufräder, die über diese Hindernisse hinwegrollen. Und dadurch werde ich wahrscheinlich Dinge fahren oder viel einfacher fahren oder auch Sachen, die ich mich bisher nicht getraut habe.